das Tor! Stopp. Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Oh mein Gott! Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Und wir müssen jetzt auf den Dachboden gehen. Und ja, wir haben die letzte Sicherung haben wir schon reingegeben im Sicherungskasten und dann betätigen wir mal den Schalter. Okay, jetzt funktioniert es auch. Ja, eine Waffe. Endlich. Okay, gut. Erste Hilfearznei und Pistolenmunition. Ja, also so können wir zielen und schießen. Ist eigentlich wie in jedem Spiel. Noch mehr Munition. Hier ist aber nichts drin. Also noch mehr Kisten. Dann gehen wir mal hoch. Oh shit, runter, 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 runter. Mein Gott. Alter, nicht schon wieder. Nein. Kannst du nicht endlich mal sterben? Zurück. Alter, sie kann die Tür zersägen. Nein. Ich glaube, sie ist noch immer nicht tot. Aber wir kommen jetzt auch nicht mehr hier hoch. Alter. Wer ist das denn jetzt? Schon. Stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen.
Was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Der kommt nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Nicht schon wieder! Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Er isst es nicht! Halt, verdammte Maul, Margaret! Ich hab das für ihn gemacht! Los, ja, verdammt! Du bist ein Mistkerl! Ich kann es nicht glauben, Mistkerl! Er isst es nicht! Das sollte ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Komm schon. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Oh mein Gott, wo bin ich hier? Was ist mit dem Stuhl los? Komm ich hier raus? Okay, ich brauche wieder irgendwas. Kraut. Die sind aber nicht mehr hier. Sie sieht zerbrechlich aus. Vielleicht kann man sie mit etwas zerstören. Er ist mit einem Klebeband gesichert, das mit der Hand nicht entfernt werden kann. Hä, man kann Klebeband doch abziehen. Hä, das ist doch nur Klebeband. Garage. Brauche ich wieder irgendwas? Da ist aber auch niemand. Oh shit. Shit, der kommt. Kommt der auch hier runter? Oh Gott, bitte nicht. Schlüssel für die Kellerklappe. Oh nein, er kommt. Alter, wieso? Er ist aber nicht hier. Wo ist der kleine Schäfer hin?
Meint er mich? Ich glaube schon. Nein. Nein, lass mich rein. Dachtest du könntest dich vor dem Essen davon schleichen? Geh rein. Oh mein Gott. Der kommt aber glaube ich nicht hier runter. Oh mein Gott. Gut, die können wir speichern. Karte des Haupthauses. Neue Boni freigeschaltet. Waffen und Objekte wurden hinzugefügt. Okay. Hä, warum habe ich die denn jetzt? Aber ich beschwere mich nicht, weil eine Waffe ist immer gut. Okay, was ist hier? Ein Dietrich. Kombinieren. Ah, ich glaube, jetzt haben wir ein Erste-Hilfe-Arznei. Die Miefen furchtbar. Das will ich aber ehrlich gesagt auch nicht wissen. Und riegelt. Okay, es klingelt schon wieder. Gut gemacht, Ethan. So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verliere nicht. Er ist wichtig. Reizendes Mädchen. Noch ein Erste-Hilfe-Arznei. Aber das hören die doch sicher, wenn ich jetzt hier schieße. Ich verstehe immer noch nicht, warum man das nicht mit der Hand entfernen kann. Weil es ist nur Klebeband. Eingangshalle kommen. Toll, hier komme ich auch nicht rein.
Sie? Ja. Hey. Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Jemanden abstechen? Pistolenmunition. Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Stopp! Das Tor aufmachen! Das Stopp! Tor wieder! Oh mein Gott. Jetzt ist er schon wieder hier. Eine Pistole. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch rufen. Nein. Oh shit, Alter. Autoschlüssel. Ist doch mein Auto. Doch, ich will aber. Nein, nein. Fang besser an zu laufen, Junge. Alter, jetzt will er mich überfahren. Alter Mann! Jetzt bin ich tot. Neu starten. Jetzt nehme ich die Pistole. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Ja, jetzt kann ich fahren. Wo ist er jetzt? Hallo? Alter! Oh Mist! Das ist ein Auto, Eva. Nein! Scheiße! Alter, tu das nicht! Du und ich!
Nein, ich will nicht. Nein! Scheiße! Ich bin nicht gestorben. Er lebt noch immer. Dann gehen wir jetzt hoch. Hallo. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Ochsenstatue. Flintenmunition. Aber ich habe halt leider keine Schrotflinte. Dann speichern wir nochmal. Okay, jetzt kommen wir eigentlich rein. Hier ist eine Schrotflinte. Ja, okay, dann komme ich nicht mehr raus. Schießpulver. Und eine antike Münze. Dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst es vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Dann gehen wir mal hoch. Okay, die Alte sitzt jetzt hier. Wer ist das? Flüssige Chemikalien.
Nochmal flüssige Chemikalien. Holzstatue. Pistolenmunition. Noch eine antike Münze. Ja, aber ich glaube, das war's. Was? Höllische Sachen, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Wie du singen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch du, salopp gesagt. Alter, die Pistole ist geil. Ich habe keine Munition. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann hier nicht rein. Nein! Ich zerquetsch dich wie eine Kiste. Kannst du mich einmal in Ruhe lassen? Ich habe kein Erste-Hilfe-Arznei mehr. Du weißt, dass ich dich finden werde, oder? Und wenn ich dich finde. Geil, jetzt haben wir zur Munition und eine Erste-Hilfe-Arznei geholt. Und nochmal speichern. Was? Nicht schon wieder. Was ist los, Junge? Keine Munition. Wo weißt du das? Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.